Liebe Schwestern und Brüder, unser Problem ist oftmals, dass wir auch in die biblische Sprache so hineingehört sind, dass uns das Neue, was gesagt wird, immer entgeht. Weil wir das Neue nicht mehr suchen und auch erwarten in den Botschaften der Heiligen Schrift, stellen wir uns permanent komisch an, wie bockbeinige Kinder, und sagen, wir brauchen unbedingt eine neue Sprache in der Kirche. Wir sollten uns vielleicht die Mühe machen, das Neue, was hier gesagt wird, nicht so herunterrutschen zu lassen. Wenn Paulus im Epheserbrief in dieser für uns oft formelhaften Sprache eine Perle nach der anderen bereithält für uns. Ich will nur einen kleinen Vers vom Ende der Lesung heute hervorheben. Es ist von Gott, dem Vater, die Rede, vor dem sich Paulus beugt, seine Knie beugt. Und er sagt, er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können. Er werde verherrlicht durch die Kirche. Was überlegen wir eigentlich die ganze Zeit noch, was wir tun sollen als Kirche? Die Kirche gibt es nur, und das ist ihre einzige Aufgabe in erster Linie, dass Gott verherrlicht werde. Sie soll von nichts anderem reden, sie soll nichts anderes tun als genau das, dass Gott verherrlicht werde. Ich fand in den Aufzeichnungen, die sich in jeder Hinsicht zu lesen lohnen, von Isa Vermehren, dieser Sacré-Cœur-Schwester, die einmal, wie sie sich selber bezeichnet hat, die Fernsehnonne der Nation war. In früheren Zeiten, sie hat lange, 15 Jahre lang das Wort zum Sonntag gesprochen, war ein sehr bekanntes Gesicht, hat viele Vorträge gehalten. Eine sehr interessante Frau. Wenn man ihre Tagebücher liest, erkennt man erst, was diese Frau gelitten hat. Unsäglich. Und zwar gerade an der Kirche. An dem Weg ihrer eigenen Gemeinschaft. Diesen ganz frei flottierenden Kram, der ja alle Orden befallen hat seit 40 Jahren. Und sie schreibt 2006, 3 Jahre vor ihrem Tod, wozu hat Gott die Welt geschaffen? Zu seiner eigenen Verherrlichung und zum Besten der Geschöpfe. Diese erste Katechismusaussage hat mich geradezu umgeworfen, als ich sie zum ersten Mal während ihres Konvertitenunterrichts hörte. Ich finde sie auch heute noch umwerfend, unbegreiflich, unschlagbar, unausdenkbar. Hier merken wir, wie eine geistlich lebende Person das Wort der Schrift ernst nimmt. Denn für die Katechismusaussage, die erste Aussage im Katechismus, im Alten zumindest, steht diese Epheser-Passage, Pate. Er werde verherrlicht durch die Kirche und durch Jesus Christus. Paulus hat uns vorher gesagt, die Kirche ist sein Leib. Das jeden Tag vor Augen zu halten, ist genug Antrieb, als Christ zu leben. In den unterschiedlichen Stellen, Orten, wo immer wir sind, wie immer wir sind und was immer wir tun. Ich bin ein Glied dieser Kirche und meine Aufgabe ist es, Gott zu verherrlichen.